Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach der Ministerratssitzung. Es informieren Sie der Leiter der Staatskanzlei, Herr Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Wissenschaftsminister Markus Blume und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Herr Staatsminister Dr. Herrmann, bitte. Vielen Dank und ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser Pressekonferenz nach der Sitzung des Ministerrats, die unter der Leitung des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder im Ministerratssaal der bayerischen Staatskanzlei stattgefunden hat. Auch im Zuge der heutigen Sitzung, die aufgrund der Landtagssitzung heute Nachmittag etwas kürzer war als sonst, 2 Stunden, also auch im Zuge der heutigen Sitzung wurde wieder klar, Bayern ist einfach ein internationaler Top-Standort. Es bezieht sich auf den Sport, weil wir ein vorbildliches Gastgeberland bei der Fußball-EM 2024 waren. Aber es ist eben auch ein erstklassiger Wirtschaftsstandort und ein erstklassiger Wissenschaftsstandort, wozu natürlich die beiden Kollegen und Aiwanger, Markus Blume, noch im Detail eingehen werden. Ich möchte vorab nur kurz noch einmal auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 eingehen, die jedenfalls, was die Spiele in Bayern betrifft und die Aktivitäten in Bayern betrifft und die Homebases der einzelnen, die Basecamps der einzelnen Mannschaften, die in Bayern stationiert waren, resümieren, dass diese sportliche Großveranstaltung in mehrerer Hinsicht ein äußerst großer Erfolg war. München konnte sich bei 6 spannenden Spielen als sicherer und weltoffener Gastgeber präsentieren. Die umfangreichen Sicherheitsvorbereitungen und durchgeführten Maßnahmen haben sich bezahlt gemacht, weshalb wir auch als Staatsregierung und der Innenminister Joachim Herrmann hat heute entsprechend berichtet im Kabinett, also auch als Staatsregierung allen Einsatzkräften danken. Zunächst einmal natürlich den Hauptamtlichen, vor allem Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. An einzelnen Spieltagen waren rund 2000 Polizeibeamte im Einsatz, insgesamt ungefähr 38.000. Es kam auch zur Unterstützung durch Kräfte aus Baden-Württemberg am Christopher Street Day, der ja während der Zeit auch noch war. Aber auch die bayerischen Kräfte haben in Baden-Württemberg und in Berlin unterstützt. Also die Kooperation zwischen den Ländern, gerade bei solchen länderübergreifenden Großereignissen, hat sehr gut funktioniert. Und darüber hinaus waren noch rund 1000 zusätzlich oft ehrenamtliche Einsatzkräfte tätig, und zwar die von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Hilfsorganisationen und dem Technischen Hilfswerk. Also all denen noch einmal ein herzliches Dankeschön für diesen großartigen Einsatz. Sie haben damit auch ihre Rolle als tolle Botschafterinnen und Botschafter Bayerns sind sie gerecht geworden. Darüber hinaus gab es im Übrigen in München 1600 EM Volunteers, die auch Botschafter waren für Bayern, für München und für die Weltoffenheit und Gastfreundschaft. Ministerpräsident hat ja alle am 11. Juli zu einem Helferempfang im Hofgarten eingeladen. Man muss resümieren, dass die Sicherheitslage sehr, sehr gut war. Also das Sicherheitskonzept ist aufgegangen. Es gab auch keine Zwischenfälle. In der Allianz Arena waren pro Spiel ungefähr 66.000 Zuschauer, 800.000 insgesamt bei Public Viewings, 94 Autokorsos und Jubelfeiern. Und die Team-Base-Camps waren ohne besondere Vorfälle. Es wurden im Vorfeld auch Messerverbotszonen eingerichtet, Luftraumschutzzonen gegen Drohnen eingerichtet. Das hat alles ganz hervorragend funktioniert. Sehr interessant, und das ist auch hervorzuheben, dass während der EM ja auch Grenzkontrollen durchgeführt wurden. Da haben wir ja gelesen schon, dass bundesweit 1.100 Haftbefehle vollstreckt werden konnten. In Bayern 186. Also wenn man es auf Bayern rechnet, alle 2,5 Stunden ein Haftbefehl vollstreckt worden. Das ist schon hochinteressant. Dann wurden 92 Schleuser vorläufig festgenommen, und es wurden in Bayern 1030 unerlaubte Einreisen festgestellt. Im Bund insgesamt waren das ja 8300. Das zeigt Verschiedenes. Das zeigt zum einen, dass es völlig absurd wäre, die Grenzkontrollen jetzt abzuschaffen, weil schon erstaunlich ist, dass, obwohl bekannt ist, dass Grenzkontrollen durchgeführt werden, trotzdem an den Grenzen aufgegriffen wird.
Wie viele sind da unterwegs, die darauf setzen, dass sie irgendwie durchrutschen? Also das zeigt, Grenzkontrollen haben Wirkung. Und darüber hinaus kann man auch festhalten, dass sich gerade in Bayern die Grenzpolizei bewährt hat, die ja unterstützt bei Grenzkontrollen, die zunächst die Bundespolizei durchführt, aber auch für den gesamten Bereich der Schleierfahndung zuständig sind. Und da ist es halt immer wieder erstaunlich, wie die Frau Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen, und die Grünen insgesamt in ihrer ideologischen Verblendung immer wieder die bayerische Grenzpolizei kritisieren. Das ist wirklich im Grunde kontrafaktisch, wenn man es genau nimmt, denn die Grenzpolizei ist erfolgreich und wir wollen die auch selbstverständlich aufrechterhalten. Man muss ganz klar sagen, indem sich Frau Schulze, indem sich die Grünen immer wieder gegen die Grenzpolizei stellen, diese in Frage stellen, gefährden sie mutwillig die Sicherheit Bayerns. Wir betonen, dass die Grenzpolizei sich bewährt hat und auf die besonderen Herausforderungen an der Grenze zugeschnitten ist, und ich erwarte eigentlich, dass auch die Grünen jetzt einfach einmal diese Realität anerkennen. Im Übrigen haben wir uns mit den Kernbotschaften des heutigen Tages beschäftigt, nämlich dass Bayern ein erstklassiger Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ist und dieses auch bleiben soll, wozu wir heute verschiedene weitreichende Beschlüsse gefasst haben. Die Kollegen Blume und Aiwanger werden die Details dazu gleich ausführen. Ausgangspunkt zu allem ist natürlich die Hightech-Agenda mit dem Gesamtvolumen von 5,5 Milliarden Euro des Ministerpräsidenten, und da herum gruppieren sich viele Anstrengungen, die gemacht wurden, und zwar erfolgreiche Anstrengungen in den letzten 5 Jahren, deren Früchte man jetzt ernten kann, aber gleichzeitig auch diese Erfolgsgeschichte, die wir weiterschreiben wollen und die Zukunft, die Weichen auf die Zukunft stellen. Das werden die Kollegen dann ausführen. Im Übrigen haben wir einen wichtigen Punkt der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten vom Juni heute auf den Weg gebracht. Das wird der Kollege Aiwanger dann ausführen, nämlich den sogenannten Windkraftbonus für die Standortgemeinden. Also so, dass es verpflichtend in Zukunft sein wird, dass Gemeinden bzw. Gemeindebürgerinnen und Bürger an den Profiten, an den Erträgen von Windkraftanlagen und von Photovoltaikanlagen profitieren können. Das wird mit Sicherheit die Akzeptanz dieser Maßnahmen noch einmal steigern. Details von den beiden Kollegen dann natürlich. Der Kollege Glauber, Umweltminister, hat dann noch mitgeteilt, dass wir in Bayern erfreulicherweise ein weiteres, zweites nationales Naturmonument bekommen werden. Kann man schon daran erkennen, dass es in Deutschland insgesamt nur 8 solche sogenannten, nach dem Bundesnaturschutzgesetz klassierten nationalen Naturmonumente gibt. In Bayern gibt es dazu bisher eines, nämlich die Weltenburger Enge, also Donaudurchbruch bei Weltenburg, und jetzt eben ein weiteres, nämlich den Landschaftsgarten Luisenburg mit dem Felsenlabyrinth in Wunsiedel. Das wird ein weiteres neues nationales Naturmonument, eine sehr erfreuliche Entscheidung. Außerdem hat die Kollegin Gerlach, also die Gesundheitsministerin, ebenfalls erfreulich über den ersten Schritt oder weiteren Schritt zur Krankenhausmilliarde referiert, dass das Wirkung zeigt. Es ging also um das Krankenhausausbauprogramm für die Jahre 2025 bis 2029. Es konnten die Krankenhausinvestitionsmittel des Freistaats erhöht werden um 24%, sodass also jetzt 800 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Es können deshalb bereits in der Umsetzung und Planung befindliche Neuinvestitionen, Sanierungsinvestitionen in Krankenhäuser weitergeführt werden, und es kommen außerdem neue Projekte hinzu. Es sind also 31 Krankenhausbauvorhaben mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro, davon 11 neue Projekte. Das heißt, man sieht, wir stehen an der Seite der Krankenhausträger, der Kommunen, und tragen unseren doch sehr umfassenden hohen Anteil an den Investitionsfinanzierungen bei. Es
handelt sich dabei immer um die Bauvorhaben, wo klar ist, dass die auch nach den Reformen des Bundes, deren Entscheidungen ja noch völlig unabsehbar sind, wo wir mittendrin sind in diesen ganzen komplizierten Diskussionen, aber dass die auf jeden Fall, also solche Krankenhäuser, die auch nachher auf jeden Fall noch da sein werden, und deshalb kann man in die auch jetzt investieren, da wollen wir auch keine Zeit vertun. Und der letzte Punkt, der uns als bayerisches Kabinett wirklich nachhaltig stört, ist die ständige Benachteiligung Bayerns durch die Bundesregierung. Man kann da schon wirklich Absicht dahinter erkennen. Wenn jetzt gestern wieder der Bundeswirtschaftsminister 23 Förderbescheide für die IPCEI-Projekte im Zusammenhang mit Wasserstoff, also diese Important Project of Common European Interest, kofinanziert Bund, Länder, Geldmittel der Europäischen Union, also von der EU-Kommission beihilferechtlich genehmigt, überreicht hat in der sogenannten dritten Genehmigungswelle. Und wenn von diesen 23 IPCEI-Projekten insgesamt ein Volumen von 4,6 Milliarden ausgereicht wird und davon ein Projekt mit 75 Millionen Euro in Bayern stattfindet, in Niedersachsen 2 Milliarden, in NRW 305 Millionen, da fragt man sich, mit welchem Blick und welchem Verständnis hier gearbeitet wird. Das sehen wir in anderen Bereichen auch. Wenn beschlossen wird, die Max Planck und andere Wissenschaftseinrichtungen sollen nur noch in ehemaligen Kohlerevieren und im Osten neu investieren. Das ist keine kluge Politik, das ist eine Politik, die systematisch den Süden benachteiligt, und das werden wir uns auch nicht bieten lassen, jedenfalls deutlich anprangern als absolut skandalös. Soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Herr Staatsminister Aiwanger, bitte. Ja, Thema Grenzkontrollen, da will ich als Wirtschaftsminister ein paar Sätze dazu sagen. Es ist schon bezeichnend, wie groß die Erfolge der Bundespolizei gewesen sind in diesen paar Wochen der Fußball-Europameisterschaft, was hier illegale Zuwanderer und Kriminelle betrifft, wie viele Menschen hier aufgegriffen worden sind, auch zurückgeschickt worden sind. Und es ist völlig unverständlich, dass man das jetzt stoppen will und wieder sehenden Auges Menschen ins Land kommen lassen will, die hier nicht hergehören, die am Ende in unseren Haushalten aufschlagen. Und wenn Sie sich allein ansehen, dass wir in Milliardenhöhe im Bereich des bayerischen Haushalts Ansätze haben für Asyl und Migration und diese Milliardenbeträge sehr schnell immer wieder überschritten werden und hinten und vorne nicht ausreichen, dann sind das Gelder, die an anderer Stelle fehlen, von Hochwasserschutz bis hin zu Themen Förderung der Wirtschaft, Investitionen in Start-ups und Ähnliches. Alles muss ja irgendwo gegenfinanziert werden. Und wenn dort die Milliarden nur so rausflutschen, dann fehlen die an anderer Stelle. Das müssen wir auch aus wirtschaftspolitischer Sicht zunehmend kritisch sehen, weil wir einfach sehen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit international immer mehr verlieren als Deutschland, dass die Steuern für die, die arbeiten und Steuern zahlen, zu hoch sind, dass die Energiepreise zu hoch sind, dass uns schlichtweg die Kosten davonlaufen und die Wirtschaft nicht so gefördert werden kann, wie wir sie fördern müssten, um mit Ländern Schritt zu halten, die dann eben attraktiver sind, weil dort eben der Arbeitnehmer und der Unternehmer nicht so viele Kosten im Bereich des Sozialmissbrauchs mitfinanzieren muss. Und deswegen auch die klare Ansage, der Bund muss hier endlich alles tun, um unsere Grenzen besser zu schützen. Wenn Schengen nicht so funktioniert wie vereinbart, müssen wir uns an der Stelle mehr selber helfen. Es wurde ja immer gesagt, das ginge nicht. In der EM-Zeit ging es und künftig muss es auch weitergehen. Thema Kommunal- und Bürgerbeteiligung bei erneuerbaren Energien. Sie wissen ja, dass es hier die Möglichkeit gibt, seitens des Bundes hier als Landesgesetzgeber eine Regelung zu verabschieden. Wir haben das jetzt vor in den nächsten Monaten und wollen das zum Anfang des nächsten Jahres scharf stellen, dass bei erneuerbaren Energieanlagen im Bereich Windkraft und Photovoltaik mit einer Leistung von über einem MW der Anlagenbetreiber verpflichtet wird, 0,2 Cent, das ist jetzt die Verhandlungsgrundlage bei uns, 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde in die Kommunalkasse zu geben, plus optional 0,1 Cent an betroffene Bürger in der Region. Das heißt, hier wird wirklich abgerechnet, wie viel wird dort Strom erzeugt, wie viel wird dort Strom eingespeist. Und dann wird
bei einem Windrad einen Radius von 2,5 Kilometer um die Anlage gezogen und jede Kommune, die hier in dem Radius mit drin ist, wird dann anteilsmäßig nicht jeder dasselbe, sondern auch nach Flächenanteilen aufgeschlüsselt, von diesen 0,2 Cent bedient. Das ist eine Hausnummer von 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr pro Windrad. Das ist eine ordentliche Summe. Und bei Photovoltaik geht das nur an die Standortkommune. Dort wird also kein Radius gezogen. Bei einer Anlage von über einem MW ist Pi mal Daumen, damit Sie sich das vorstellen können, ungefähr ein Hektar Größe. Also eine Kleinanlage fällt da raus. Aber ab einer Größe von rund 100 mal 100 Metern, je nach Anlagenkonstellation, ist es der Näherungswert, wird dann die Kommune und die anwohnende Bürger hier mit einbezogen in eine Entschädigungsregelung, eben um auch die Akzeptanz vor Ort zu verbessern, um die zu entschädigen, die dann neben so einer Anlage wohnen und eben vor allem auch die Kommune zu entschädigen, die hier ja Kosten hat, weil vielleicht die Wirtschaftswege kaputt gefahren werden bei der Installation der Anlagen, weil sie Einschränkungen haben in der Kommunalentwicklung und Ähnliches. Also damit der Versuch auch hier, möglichst viele Anteil haben zu lassen an solchen Anlagen. Wir können jetzt diese Entschädigung nicht beliebig nach oben aufweiten. Hier wäre auch ein Deckel des Bundes zu erwarten. Es ist angekündigt, dass der Bund sagt, in etwa diese in Bayern vorgeschlagene Lösung dürfte gesetzeskonform sein. Wenn wir aber sagen würden, wir wollen, dass die Standortkommune ein Mehrfaches dessen bekommt, was ich Ihnen gerade geschildert habe, dann würde das wieder an Bundesgesetzgrenzen stoßen, weil man dann eben auch die Investoren abschrecken würde. Und das wäre auch nicht im Sinne Bayerns. Dann würden viele Investoren wieder sagen, wenn ich hier so viel in Bayern zahlen müsste, dann siedle ich wirklich lieber woanders an. Und ich bin überzeugt, dass wir damit einen weiteren Schub für die erneuerbaren Energien und auch für die Akzeptanz der erneuerbaren Energien in Bayern, in der kommunalen Ebene, in der Bevölkerung hinbekommen. Wir wissen, dass diese Anlagen nicht immer mit Applaus bedacht werden, vor Ort in den Gemeinderäten natürlich kontrovers diskutiert werden, weil die Bürger auf die Gemeinderäte, auf den Bürgermeister zukommen und sagen, bitte mach das woanders, aber bitte nicht in unserer Kommune. Aber irgendwo müssen wir eben auch liefern und wir sind mit den Zubauzahlen in Bayern ja innerhalb der Bundesrepublik wirklich mit Abstand Spitze. Rund ein Drittel des PV-Zubaus deutschlandweit erfolgt in Bayern und auch bei den Windrädern ist der Knoten mittlerweile gelöst und wir haben Anträge und Anfragen und Planungen, die mittlerweile in die hunderte Windräder gehen. Also wir werden damit in den nächsten Jahren einen nennenswerten Beitrag liefern, aber Sie wissen, ein Windrad ist eben nicht in 4 Monaten in die Landschaft gestellt, sondern muss auch teilweise durchgefochten werden und dauert mehrere Jahre, also wenn dann immer die Zahlen kommen. Aber NRW hat ja im ersten Halbjahr 24 so und so viel. Wie viel hat Bayern nur? Ja, wir sind ja noch nicht so lange mit dieser Linie in der Windkraft unterwegs, aber die jetzigen Zahlen zeigen uns, wir sind auf dem richtigen Weg und wir wollen das möglichst im Einklang mit der kommunalen Ebene und den Bürgern vor Ort realisieren. Zweiter Punkt in meiner Zuständigkeit, auch das Thema 10 Jahre Gründerland Bayern, eine Erfolgsgeschichte, wo ich ganz klar sage, hier hat sich Bayern massiv nach vorne gearbeitet. Früher war ja Berlin die unangefochtene Gründerhauptstadt Deutschlands und bezogen auf die Einwohnerzahl hat mittlerweile München Berlin abgelöst. Wir sind auch bei der Anzahl der Start-up-Gründungen bezogen aufs Jahr 2023 mit 491 Gründungen Spitze innerhalb Deutschlands. Wir haben hier eine Finanzierungssumme von 1,7 Milliarden Euro, Marktanteil von 24% auf 29% gesteigert, damit Nummer 2 in Deutschland und wir sind die Nummer 1 auch beim Bereich der Anzahl der Business Angels, die hier den jungen Start-up-Gründern helfen. Sie haben die letzten Wochen mitbekommen, dass wir massiv die Eckdaten verbessern wollen für das Gründerszenario über Kredite und Unterstützungsmöglichkeiten der LFA Förderbank Bayern, wo wir die Summen erhöhen, wo wir auch die Möglichkeit erhöhen, schon weiterentwickelte Startups weiter zu fördern, damit wir nicht nur deren Geburt unterstützen und nachher werden die in aller Herren Länder abgeworben und machen dann dort die Erfolgsgeschichte. Das ist leider immer noch im zu großen Ausmaß der Fall. Wir wünschen uns natürlich, dass die in Bayern herbeigeförderten Startups auch hier bleiben. Wir haben dazu eine Vielzahl von Veranstaltungen in der Fläche.
Wir versuchen auch, die jungen Firmengründer mehr mit der etablierten Wirtschaft zusammenzuführen. Viele traditionsreiche, erfolgreiche Mittelständler als Beispiel, ja, kriegen dann eben neue Ideen über ein Start-up, wenn sie mit dem kooperieren. Und ein junges Start-up, das vielleicht die Kontakte noch nicht so hat, das Kleingeld nicht so hat, in Anführungszeichen, sich weiterzuentwickeln, vielleicht auch die Geschäftsmodelle nicht so umsetzen kann, wenn sie das auf eigene Faust machen müssen und wollen, denen ist auch gedient, wenn sie mit der etablierten Wirtschaft mehr zusammenarbeiten. Wir pushen das auch ganz massiv im Bereich des Handwerks, sagen dort, dieser etablierte Handwerksbetrieb, der seine Kunden hat, der auf soliden Beinen steht, aber ein junger Startup mit einer neuen, ergänzenden Geschäftsidee tut dann beiden gut. Die müssen sich deswegen nicht verheiraten und fusionieren, sondern die können auch vielleicht nur 1, 2, 3 Jahre gemeinsam arbeiten, ein Projekt realisieren und dann steigt das Startup aus dieser Partnerschaft wieder aus, weil dort die Aufgabe erfüllt ist, weil man dort als Dienstleister zugearbeitet hat. Also hier ist auch der Zusammenarbeit in der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber genau das versuchen wir auch im Bereich Handwerk, Mittelstand und so weiter zu positionieren. Sie haben eben diesen Superrisikokapitalfonds gehört, den wir jetzt Schritt für Schritt realisieren wollen, um einfach die Förderbedingungen zu verbessern. Und wir haben eine Reihe von bewährten Programmen, Startzuschuss und so weiter, die eben heute schon dazu beitragen, dass wir so gut dastehen, wie wir dastehen. Und wir sind mit dem Erreichen natürlich nie zufrieden, sondern sehen gerade für die Zukunft die dringende Notwendigkeit, weil wir sehen, dass viele traditionelle Branchen zunehmend unter Druck geraten, die Zahlen nicht mehr liefern, die darauf hindeuten, dass es die vielleicht in 10 Jahren auch noch gibt am Markt, dass wir ja uns von unten erneuern, dass junge Unternehmen, junge Betriebe nachwachsen. Und insofern sind wir hier gut aufgestellt. Es sind natürlich immer Haushaltsfragen und dort wird am Ende um jede Million gerungen. Und umso wichtiger ist, wie ich ganz eingangs gesagt habe, dass jede Million, die ein bayerischer Steuerzahler bei uns erwirtschaftet, auch wieder zum Nutzen der bayerischen Gesellschaft investiert wird und nicht hier Fehlallokationen entstehen, weil eine ideologisch getriebene Bundesregierung uns zwingt, das Geld an falscher Stelle auszugeben, sodass am Ende für die anderen nichts mehr da ist. Also auf der einen Seite sind wir ja hier Marktführer im Bereich Startups zunehmend, wollen diese Position aber weiter ausbauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Staatsminister Blume, bitte. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute ein Kabinett, wo es auch im Schwerpunkt um Wissenschaftsthemen ging, wie es überhaupt im Moment Schlag auf Schlag geht beim Ausbau der Innovations- und Wissenschaftslandschaft im Freistaat Bayern. Letzte Woche haben wir im Bayerischen Landtag freigemacht den Weg für ein Agrarzentrum in Weihenstephan. Morgen werden wir im Landtag das Uniklinikergesetz beraten, wichtige Weichenstellung für die Hochschulmedizin in Bayern. Ebenfalls morgen werden wir eine Lösung präsentieren für den sogenannten Physikcampus in der Landeshauptstadt. Nächste Woche Baubeginn der Studentenstadt in München und vieles andere mehr. Heute, wie gesagt, Schwerpunkt im Kabinett einmal mehr der Bereich Wissenschaft. Wir haben zum einen Bayern-Bilanz gezogen. Bayern-Bilanz gezogen über 17 Jahre Hochschulpakt, ein mächtiges Bund-Länder-Programm mit einem Gesamtvolumen von 6 Milliarden Euro, 3,06 Milliarden vom Bund, 3,14 Milliarden aus Bayern in der Laufzeit von 2007 bis 2020. Das heißt zwar Retrospektive, aber trotzdem mal wichtig, sich vor Augen zu halten, wie der Freistaat Bayern sich in dieser Zeit weiterentwickelt hat und was wir vor allem mit diesen Ressourcen zusätzlich gemacht haben. Wir haben in Bayern 50.000 Studienplätze zusätzlich geschaffen seit dem Jahr 2008 und zwar hälftig an den Universitäten wie auch an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Die Zahl der Studierenden in Bayern hat insgesamt noch viel deutlicher zugenommen, um über 60 Prozent zwischen den Jahren 2005 und 2020. Die Zahl der Professorinnen und Professoren ebenfalls deutlich angewachsen, um 40 Prozent, und zwar auf 7.267 im Jahr 2020. Und was mich besonders freut, wir sind in der Professorenschaft auch deutlich weiblicher geworden. Wir haben den Anteil oder die Anzahl der weiblichen Professorinnen insgesamt verdreifacht in diesem Zeitraum. Damit sieht man, wir sind als Freistaat Bayern in der Lage, zusätzliches Geld dann auch sehr zukunftsgerichtet anzulegen.
Und ich freue mich schon jetzt mit Blick auf das neue Programm Zukunftsvertrag Studium und Lehre, dass wir diesen positiven Trend, diese gute Entwicklung auch tatsächlich fortsetzen können. Wir sehen das aktuell an den Studierendenzahlen. Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo es zum Teil deutlich nach unten geht, zeigt in Bayern die Kurve wirklich nach oben. Wir haben weiterhin steigende Studierendenzahlen und sind damit auch sehr attraktiv, wenn es um die Talente von morgen geht. Also erste Botschaft: Mit dem Geld der Vergangenheit haben wir gut gewirtschaftet und den Boden fruchtbar gemacht für eine gute Entwicklung. Zweite Botschaft heute: Wir haben Bayerns Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die technischen Hochschulen weiter gestärkt. Wir hatten vor 2 Jahren das Bayerische Hochschulgesetz novelliert und wir sind ein Stück weit Vorreiter der Republik bei dem Ausbau der Forschungsstärke unserer HAW. Forschungsstärke heißt, hier wird nicht nur gute Lehre, exzellente Lehre gemacht, sondern hier wird zunehmend auch qualitativ hochwertig geforscht. Und zwar in der ganzen Breite der Hochschullandschaft in Bayern. Wir haben insgesamt 17 Hochschulen für angewandte Wissenschaften, von Neu-Ulm bis Hof, von Traunstein bis Schweinfurt mit Studienstandorten. Eine konsequente Weiterentwicklung durch die Hightech-Agenda hat stattgefunden. Knapp 500 Professuren sind hier ausgeschrieben, wurden mehr als 500 sogar, davon besetzt inzwischen 417. Und das zeigt sich dann eben auch in dieser Forschungsstärke. Das haben wir neu gemacht mit dem Hochschulgesetz. Wir haben Promotionsrecht an die Hochschulen für angewandte Wissenschaften gebracht. Das war früher das Vorrecht der Universitäten. Wir hatten in der Zwischenzeit 2 Runden, wo Hochschulen dieses Promotionsrecht beantragen konnten, in einem strengen Wettbewerbs- und wissenschaftsgeleiteten Verfahren. Im Ergebnis konnte ich heute dem Ministerrat berichten, dass nach der ersten Runde, wo es 11 Standorte gab, die dieses Promotionsrecht erhalten haben, heute von 9 Bewerbungen weitere 7 erfolgreich waren. Nämlich die Technische Hochschule Nürnberg, Georg Simon Ohn, zusammen mit der Hochschule München und Regensburg im Bereich der Energietechnik. Die OTH Regensburg ebenfalls mit München und Nürnberg zusammen im Bereich Sozial- und Gesundheitswissenschaften. Nochmal München mit Regensburg und Nürnberg zusammen im Bereich von Physical and Biomedical Engineering. Augsburg war erfolgreich mit Deggendorf und Landshut im Bereich nachhaltige, intelligente Technologien. Rosenheim mit der traditionellen Stärke im Bereich der Gebäudetechnik. Darüber hinaus Weinstefan Priestorf bei nachhaltiger Landnutzung und Kempten mit Transformation und nachhaltige Entwicklung. Das heißt, in diesen Feldern haben dort die Hochschulen das Promotionsrecht, können das Promotionsrecht verleihen. Das heißt, können ihren eigenen wissenschaftlichen Nachwuchs in Zukunft auch selbst ausbilden. Eine ganz wichtige Weichenstellung für die Stärkung unserer HAW und der technischen Hochschulen. Das heißt, per heute haben wir in Bayern 18 Promotionszentren und möglicherweise werden in Zukunft ja vielleicht noch ein paar zusätzliche dazukommen. Das dritte, der dritte Baustein im Rahmen der Hightech-Agenda: Wir haben auch den Hightech-Transfer heute weiter ausgebaut. Ein wichtiges Thema, wir haben vorhin von Hubert Aiwanger gehört, wie das Gründerland Bayern blüht und wächst und gedeiht. Und ich behaupte, die Bayerischen Hochschulen haben daran natürlich einen nennenswerten Anteil. Unternehmertum, auch hier in dieser Pressekonferenz mal gesagt, die Unternehmertum ist das erfolgreichste, nicht nur deutsche, sondern sogar europäische Gründerzentrum, gerade ausgezeichnet, weil hier die erfolgreichsten technologiegetriebenen Ausgründungen in, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa stattfinden. Wir versuchen, diesen Technologietransfer zu verlängern, und zwar in alle Regionen Bayerns. Ministerpräsident Markus Söder hat als Ziel ausgegeben, jeder Landkreis soll ein Technologietransferzentrum am Ende bekommen. Wir haben bereits 46 erfolgreiche Technologietransferzentren. Das ist ein besonderes bayerisches Modell. Ich werde gleich noch beschreiben, warum es da ein Erfolgsgeheimnis gibt, was dazu führt, dass hier Technologietransfer aus der wissenschaftlichen Erkenntnis hin in die unternehmerische Praxis so erfolgreich funktioniert. Heute gab es den Zuschlag, die Bewilligung des Kabinetts für 6 weitere Technologietransferzentren mit Start im Jahr 24 und von 2 weiteren, also 4 im Jahr 24, 2 weitere im Jahr 25. Chemnat in der Oberpfalz zur Stärkung des dortigen Innovationsökosystems getrieben von der Technischen Hochschule Deggendorf zusammen mit Amberg-Weiden. Weiherhammer, ebenfalls Oberpfalz. Es geht um die KI-Fabrik der Zukunft, die dort entwickelt werden soll, ein Projekt der OTH Amberg-Weiden. Freilassing, Berchtesgadener Land, ist dabei mit dem Thema Baubiologie und Wohngesundheit. Hier ist die TH Rosenheim federführend. Unterfranken ist dabei mit Ochsenfurt.
Hier geht es mit der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt um das Thema Cybersicherheit. Und im Jahr 25 kommen noch dazu in Lauf das Thema Automatisierung, Leichtbaurobotik mit der Technischen Hochschule Nürnberg und Gersthofen in Schwaben im Landkreis Augsburg, digitale Innovationen im Leichtbau für wasserstoffbasierte Technologien. Was sehen wir daran, meine Damen und Herren? Wir bringen erstens Technologietransfer in die Fläche. Wir bringen zweitens wissenschaftliche Erkenntnis zu den Mittelständlern, die diese Erkenntnis brauchen, um in neue Produkte und Verfahren umzusetzen. Und drittens, wir schaffen es, Bayern auch als kompletten Technologie- und Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln. Keine Verengung auf einzelne Bereiche, sondern die ganze Bandbreite des Erkenntnisses, der Erkenntnis und des Wohlstands von morgen, von Wohnen, Bau, Biologie bis hin zu KI, das ist die Bandbreite. Meine Damen und Herren, wir setzen damit heute auch einmal mehr ein Zeichen. Während der Bund, Stichwort DATI, diese Idee des Bundes, den Technologietransfer zentral bundesweit zu organisieren, während der Bund mit der DATI sprichwörtlich vor sich hin stümpert, geben wir in Bayern Gas. Und wir merken, wir müssen uns absetzen, wir müssen den Unterschied machen. Ich kann noch berichten von der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz in der vergangenen Woche, wo ich länderseitiger Vorsitzender sein darf. Die Lage im Bereich von Wissenschaft und Forschung in Deutschland, sie ist nicht völlig hoffnungslos, aber sie ist doch sehr ernüchternd, weil man sieht, dass der Bundesregierung, dass dem Bund in Berlin jede Leidenschaft und jede Ambition fehlt, bei diesem Thema ein Plus zu organisieren. Stattdessen müssen die Länder, müssen die Einrichtungen zurechtkommen mit einem Rückbau, mit einer Kürzung von Programmen, zum Teil schmerzhaften Kürzungen. Wir können das als Freie Stadt Bayern nicht alles auffangen, aber wir versuchen uns, soweit wir das können, abzusetzen, weil wir der Meinung sind, wir müssen jetzt in dieser Phase die Chancen und die Möglichkeiten von morgen schaffen. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Julian von Löwes, Bayerischer Rundfunk. Vielen Dank. Zwei Fragen, Herr Aiwanger, zur Beteiligung, zum Beteiligungsgesetz. Eine Klarstellung, haben Sie gesagt 0,1 Cent optional an die Bürger als Beteiligung oder ist es dann nicht durch das Gesetz vorgeschrieben? Also warum optional? Und dann noch eine Frage, nur für neue Anlagen über 1 Megawatt, wie viele solcher Anlagen erwarten Sie denn in der nahen oder mittelnahen Zukunft? Und Herr Herrmann, zu den Grenzkontrollen nochmal, wenn ich die Frau Faeser richtig verstanden habe, dann gehen ja die Grenzkontrollen, die Bayern betreffen, österreichische Grenze, polnische Grenze, auch zur Schweiz rüber, an und für sich weiter. Warum ist denn Ihre Kritik so fundamental? Danke. Also die Beteiligung zunächst mal 0,2 Cent pro eingespeister Kilowattstunde ist dann gesetzlich verpflichtend und die Anlagenbetreiber sind weiterhin gesetzlich verpflichtet, weitere 0,1 Cent anzubieten, also dann wären es 0,3 insgesamt. Es sei denn, vor Ort sagt, jeder interessiert mich nicht, ich lege mein Geld woanders an, ich will mit Photovoltaik und Windkraft nichts zu tun haben, dann sind sie nicht gezwungen, aber sie müssen es anbieten. Wie viele Anlagen sind es? Es fällt quasi jedes neue Windrad in diese Regelung rein und es fällt jede PV-Freifläche rein, die über einem Hektar Pi mal Daumen in der Größe hat, wie gesagt, von der baulichen Ausführung abhängig. Agri-PV ist etwas lichter gestellt, da brauchst du dann mehr Hektar, um die 1 MW zu erreichen. Aber ansonsten wird es auch einen Großteil der künftig neu erbauten Photovoltaik-Freiflächen einschließen, weil die in vielen Fällen, in den meisten Fällen über 1 Hektar Größe haben. Und diese Anzahl geht dann durchaus in die Hunderte pro Jahr. Also uns fehlt ganz konkret ein klares Bekenntnis zum echten Nutzen von Grenzkontrollen. Angesichts der Fahndungstreffer, die gemacht wurden jetzt in den letzten Wochen, die ganz generell ja auch gemacht werden, bei Grenzkontrollen, was einfach ausgeschriebene Straftäter betrifft, Haftbefehle oder Aufgriffe von illegalen Grenzübertritten, Tausende oder Schleuser, die zugange sind, Menschen ins Land zu schleusen und sich kriminell zu betätigen. Und das jetzt nicht immer irgendwie dilatierend oder irgendwie verklausuliert zum Ausdruck zu bringen, sondern einfach einmal da eine klare Richtungsentscheidung zu treffen, dass diese Grenzkontrollen einfach sinnvoll sind mit Blick auf die innere Sicherheit im Land
und mit Blick auf die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Grenzen ganz generell. Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank und damit schließe ich die Pressekonferenz.